Jo, hi ho, hi ho und herzlich willkommen, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu meinem neuen und wahrscheinlich größten Projekt, nämlich Spellforce. Also Spellforce 1 jetzt erst einmal. Mal gucken, wie es weitergeht. Es gibt ja mittlerweile drei Spellforce-Teile. Ja, Spellforce 1. Das wird ein sehr langer Ritt für uns alle, darauf kann ich euch schon mal vorbereiten. Denn dieses Spiel geht sehr lange und hat sehr viel Content und sehr viel Story. Ja, Jordan steht zwar Shadow of the Phoenix, aber Shadow of the Phoenix ist, oder Phoenix, wie man es auch immer aussprechen möchte, ich meine nicht die Stadt in Amerika, ich meine dem großen Feuervogel, ist das zweite DLC. Also die Phoenix-Kampagne hier oben. Die Arryn-Kampagne ist das Heart of the Winter DLC und die normale Kampagne ist die Order of Dawn-Kampagne. Also Order of Dawn, Heart of the Winter und Shadow of the Phoenix sind die drei Kampagnen, die wir jetzt nacheinander durchspielen werden. Shadow of the Phoenix wahrscheinlich sogar zweimal. Weil man legt in der Order of Dawn und der Heart of Winter Kampagne jeweils seinen eigenen Charakter an und kann beide dann in Shadow of the Phoenix spielen. Aus unterschiedlichen Sichtweisen. Also ist die Shadow of the Phoenix Kampagne, je nachdem welchen der beiden Charaktere wir nehmen, unterschiedlich. Erst einmal werden wir aber mit der Order of Dawn Kampagne anfangen. Ich war am Überlegen, ob ich die Order of Dawn und die Heart of Winter Kampagne parallel laufen lasse, weil es wird jetzt Doppelfolgen geben. Das Projekt ist einfach zu riesig, um was nebenbei laufen zu lassen. Sonst kommen wir niemals durch. Deswegen werde ich mich nur auf Spellforce jetzt konzentrieren. Das heißt, es gibt jeden Tag zwei Folgen, nicht nur eine. Ich war überlegen, ob ich beide Kampagnen parallel laufen lasse, aber dann gibt das ein zu großes Durcheinander für mich und euch wahrscheinlich auch als Zuschauer. Deswegen fangen wir mit der Order of Dawn Kampagne an, machen da die Heart of Winter und dann zweimal die Shadow of Phoenix Kampagne. Wir müssen es in der Reihenfolge machen, weil die beiden Stories so oder so in der Shadow of Phoenix Kampagne vorkommen. Ja, wir werden sehen. Ich gehe mal noch kurz in die. Okay, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich stelle vielleicht die Sprachlautstärke noch etwas zurück. So. Erstellen wir uns einen neuen Charakter in der Order of Dawn-Kampagne. Wir können zwischen männlich und weiblich wählen. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen bleibe ich mal bei männlich. Das ist jetzt also unser guter Menü. Und ja, das Gesicht kann ich etwas ändern. Wobei, man sieht schon an dem super tollen Grafikstil, was heißt an dem Grafikstil, an dem Alter der Grafik, der Stil ist ja jetzt nicht so schlimm, dass es ein altes Spiel ist. Suchen wir uns einen Kopf aus. Nicht so ein Glatzkopf, den da hatte ich damals, als ich selber gespielt habe. Er wäre ganz vernünftig. Oder hatte ich ihn? Ah, nehmen wir ihn. Gut. Ja. Stimmt, habe ich noch gar nicht gesagt, was euch bei Spellforce eigentlich erwartet. Ich habe ja schon gesagt, es ist das Rollen- und Strategiespielfreunde, die hier auf ihre Kosten kommen werden. Und auch Zwergenfreunde. Weil Spellforce ist der größte Mix aus Rollen- und Strategiespiel, den ich hier erlebt habe. Es gab schon andere Versuche, aber da war das teils, teils. Ja, das heißt, bei der Charaktererstellung können wir auch unsere Skills und Attribute vergeben. Gehen wir erst zu den Skills, weil die Skills so gesehen die Attribute bestimmen. Am Anfang haben wir zwei Skillpunkte so gesehen und 30 Attributspunkte, sieht man hier ganz schön. Das erste, was wir uns aussuchen müssen, also für den Anfang, wir können nachher alles noch lernen, was wir wollen, ist die Art des Kampfes, die wir machen wollen. Also es gibt leichte Kriegskunst, das ist für leichte Waffen und leichte Rüstungen, also kleine Schwerter und
Ja, kleine Schlagwaffen, Keulen und Morgensterne, genau. Und Dual-Wielding und solche Sachen ist leichte Kriegskunst. Da gibt es schwere Kriegskunst, das ist wirklich da die Panzer Divise. Also mit großen Zweihandwaffen oder schweren Einhandwaffen. Gehen wir mal wieder aus dem Kopf heraus, da sieht man es auch schön. Also leichte Kriegskunst, entweder mit Dolchen, mit kleinen Schwertern, mit Keulen. Und ja, leichte Rüstung, dazu kommen wir nachher. Während schwere Kriegskunst halt Klingenwaffen, große Keulen sind. Das Tragen von schwerer Rüstung, auch wenn das jetzt nicht so schwer aussieht, das ist glaube ich so eine Art Gambeson. Und halt auch Schilde fallen unter schwerer Rüstung. Fernkampf sind halt Bogen und Armbrust. Weiße Magie ist einmal Heilmagie, dann Naturmagie, zum Beispiel Tiere beschwören und so und Segnung zum Buffen. Elementarmagie ist halt das böse Damage-Magie-Zeug, also Feuermagie, Eismagie, Erdbeben. Aber ich glaube, bei Erde fallen auch so Defensivzauber drunter. Metallmagie ist ja auch einmal Buffs, mehr oder weniger. Beziehungsweise Buffs und so Doppelgänger, Illusionsdoppelgänger. Offensivmagie ist so Gedankenkontrolle, Hirnschmelzung. Und defensive Magie ist. Oh, Mana Leech, okay. Das wusste ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, und Schwarzmagie ist halt Schadensmagie, also Schadensmagie über Zeit hauptsächlich. Nekromantie, Leben entziehen und so weiter und Debuffs. Und ja, wir können nachher wirklich alles theoretisch skillen. Nur ob das den Charakter effektiv macht, ist die andere Sache. Was ich gelernt habe, was so die Wombo-Kombo ist, sage ich mal, ist schwere Kriegskunst, also hauptsächlich große Klingenwaffen, schwere Rüstung, Schilde und dazu noch Heilmagie. Dann ist der Charakter fast unbesiegbar auf den höheren Leveln und kann teilweise Sachen alleine machen, die man normalerweise nicht alleine machen könnte. Ansonsten, ja, habe ich nie so viel wirklich herumexperimentiert mit den Sachen. Für den zweiten Charakter, also den Heart of Winter Charakter, weil die Kampagne um einiges schwieriger ist, was ich schon festgestellt habe, als die Order of Dawn Kampagne, werde ich auch wahrscheinlich einen solchen Wombo Charakter nehmen. Also große Klingenwaffen, schwere Rüstung, Schilde und Lebensmagie, vielleicht sogar noch Segnung dazu, mal gucken. Für den ersten Charakter für die Order of Dawn Kampagne will ich mal was Spezielleres probieren, und zwar Fernkampf nehmen. Das heißt, wir haben Fernkampf, Bogen. Wobei ich mit Armbrust geliebäugelt habe, aber wir bleiben beim Bogen mal. Nehmen aber noch die leichte Rüstung später mit rein. Kleine Klingenwaffen bin ich noch am Überlegen, weil ein Fernkampfcharakter kann in der Offhand immer noch eine Nahkampfwaffe, also Dolch eigentlich, tragen. Ich weiß nicht, ob man noch leichte Klingenwaffen tragen kann. Also schwere Waffen kann er nicht in der Offhand halten. Wobei, das ist die Mainhand, die Offhand ist das da drüben. Dass er sich auch im Nahkampf wehren kann. Ja. Also leichte Rüstung auf jeden Fall, dass wir ein bisschen mehr Defense haben. Und ich werde weiterhin auf Heilmagie bleiben, weil Heilmagie sehr praktisch in diesem Spiel ist, auch in der ersten Kampagne. Aber für den Anfang nehmen wir den Bogen, Fernkampf. Das ist dann unser Start sozusagen, weil das auch unsere Startwaffe vorgibt. Und jetzt müssen wir anhand dessen, was wir hier gemacht haben, die Attribute verteilen. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich wirklich versucht, alle Attribute gleich hochzuhalten, was gegangen ist, aber ziemlich schlecht. Deswegen werden wir uns dieses Mal mit unseren 30 Punkten genau in die Attribute rein spezialisieren, die wichtig sind für uns. Also erst einmal, Fernkampf braucht Geschicklichkeit und leichte Kriegskunst braucht ebenso Geschicklichkeit. Also Geschicklichkeit. Bei Fernkampf steht, dass er auch Stärke bräuchte.
Das heißt, wir geben auch ein bisschen Stärke. Weißmagie braucht Weisheit und Charisma. Also jeweils 5 Punkte. So, Wendigkeit bräuchten wir auch. Etwas. Und die restlichen 5 gehen in Geschicklichkeit. Das ist dann unser Hauptattribut. Also eigentlich Geschicklichkeit und Weisheit. Die gucken wir, dass wir sie immer ziemlich oben halten. Und die anderen werden wir dann ja anders machen. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Attribute. Das passt sogar, weil wir kriegen pro Level ab 5 Punkte. Das erste Mal werde ich in Weisheit packen und dann werde ich immer pro Stufe einen Punkt vergeben. In diese... Oder ich muss halt gucken. Wir gucken das zusammen am besten. So, Brenno hier, der Name ist da. Wir haben alles gemacht. Und wenn wir OK drücken, kommt jetzt das Intro von Order of Dawn. Ich bin ruhig und lasse euch in Ruhe das Video angucken. Ach ja, Prolog überspringen hier drüben, das lassen wir mal aus. Bei der Prolog erstens die Vorgeschichte erzählt. Und wir einen schönen Einblick auch in das Spiel noch kriegen werden dadurch. Gut. Also starten Alles wir. Alles begann mit der Entdeckung des Allfeuers und dem Geheimnis der Konvokation. 13 Magier, verblendet, getrieben von der Gier nach göttlicher Macht und unter der Knechtschaft des Zirkels, entfesselten ihre Armeen den Tod. Gebunden an die Kraft uralter Runen, verflucht zu ewigem Leben und ewigem Sterben. Bis der letzte Tag des alten Zeitalters angebrochen war. Seid ihr gekommen, um Zeuge meines endgültigen Triumphes zu werden, alter Mann? Nein, nur Zeuge eures Untergangs. Ihr könnt nicht gewinnen. Die Konvokation ist eine Lüge. Sie wird uns alle vernichten. Ist das so? Narren sind wir gewesen. Der einzige Narr seid ihr. Ihr hättet nicht kommen sollen. Thank you.
Ja, und damit haben wir gerade das Ende vom Ende gesehen. Doch auf jedes Ende gibt es einen Neuanfang, der Orks beinhaltet. Tahira! Rohan schickt uns. Er braucht die Macht der Runenkrieger. Die Nordreiche sind in Gefahr. Rohan weiß, dass ich nie wieder einem Zirkelmagier dienen werde. Meine Kräfte sind verbraucht. Ich habe genug Leid und Blutvergießen gesehen. Rohan wird sich jemand anderen suchen müssen. Deshalb schickt er uns ja. Irgendwo in diesen Landen liegt eine ganz besondere Rune verborgen. Wir sind hier, um sie zu suchen. Aber wir wurden angegriffen und Leff ist verletzt. Er braucht deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Dann bleibt mir wohl kaum eine Wahl. Also gut, ich werde euch helfen. Wo ist Leff? Ich habe ihn irgendwo dort hinter dem Tor aus den Augen verloren. Ich hoffe, er lebt noch. Diese verfluchten Orks! Ich werde ihn suchen. Du bleibst hier, bei meiner Hütte. Danke, Tahira. Schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen in der Welt von Spellforce. Ja, ich mach mal kurz Pause. Also, ja, was wir gerade im Intro gesehen haben, der alte Mann, der alte Magier war Rohan, der gerade hier erwähnt wurde, nur um das mal so vorweg zu erwähnen. Werden wir aber auch ihn später noch kennenlernen. Und ja, wie ich sagte, wir haben das Ende vom Ende erlebt, nämlich den Weltuntergang. Während sich die Magier bekriegt haben, hat die Erde selber angefangen, alles Leben auf sich zu vernichten. Wie man schon gesehen hat mit diesen Erdbeben und Feuerexplosionen und allem. Und ja, es sind leider nur noch kleine Inseln übrig geblieben, die bewohnt sind, aber in einem riesigen sogenannten Elementarmeer treiben, das nicht von Schiffen besegelt werden kann. Dadurch sind diese Inseln voneinander komplett abgeschnitten, eigentlich. Aber wir werden nachher sehen, warum das nicht der Fall ist. Nur um das mal kurz vorwegzunehmen, warum die Welt so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist. Und ja, hier in dieser Einführung spielen wir nicht unseren Charakter, sondern Tahira, eine Runenkriegerin. Unser Charakter nachher wird auch ein Runenkrieger sein, um das vorwegzunehmen. Was ein Runenkrieger ist, werden wir auch noch erfahren. Das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Aber gerade fürs Tutorial, dass immer alles gleich ist, haben wir halt einen Standardcharakter. Und sobald wir dann ins Hauptspiel kommen, haben wir unseren Charakter mit unseren Skills. In diesem Prolog wird Ihnen das Spiel erklärt. Beginnen wir mit einigen allgemeinen Informationen. Also ja, das ist der Prolog ist halt auch gleichzeitig das Ihr Tutorial. Hauptcharakter im Prolog heißt Tahira. Sie ist eine Mischung aus Kämpferin und Magierin. Wir nennen den Hauptcharakter zukünftig Avatar. Ja, das liegt daran, der Avatar ist eben unser Charakter, also unsere Darstellung im Spiel. Es gibt auch später noch Helden. Was der Unterschied ist, das werdet ihr sehen und werde ich erklären, wenn es soweit ist. Deswegen, wir sind nicht ein Held, wir sind der Avatar. Ja. Ich verkneife mir jetzt noch Kommentare dazu. Wenn Sie den Prolog gelöst haben, wird das Spiel mit dem von Ihnen vor dem Spielstart erstellten Avatar fortgesetzt. Ja, genau, das sagt das Tutorial uns, das, was ich gerade erwähnt habe. Immer, wenn Sie den Mauszeiger über eine Schaltfläche oder ein Objekt halten, erscheint ein Hilfefenster unten links mit näheren Informationen. Immer wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu klicken, ist ein Klick mit der linken Maustaste gemeint. Auf die rechte Maustaste wird bei Bedarf konkret hingewiesen. Wenn Sie auf die Schaltfläche Menü oben rechts klicken, können Sie das Spiel jederzeit speichern oder Spieleinstellungen verändern. Ja. Selektieren Sie Ihren Avatar, indem Sie mit der linken Maustaste in der Spielwelt auf Tahira klicken. Sehr gut.
Sie können den sichtbaren Bildausschnitt mit den Cursor-Tasten oder mit gedrückter rechter Maustaste verschieben. Sie können den Bildausschnitt ebenfalls verschieben, indem Sie den Mauszeiger zum jeweiligen Bildschirmrand bewegen. Eine selektierte Einheit wird durch einen farbigen Ring markiert. Eigene Einheiten erhalten einen grünen Ring, feindliche Einheiten einen roten Ring und neutrale oder verbündete Einheiten einen blauen Ring. Unten links sehen Sie die aktuell selektierten Einheiten und einige zusätzliche Informationen wie Name, Gesundheitszustand und Mana-Menge. Mit einem Mausklick auf den Porträt-Button oben links können Sie jederzeit Ihren Avatar selektieren. Wenn Sie auf dem Porträt-Button die rechte Maustaste klicken, dann wird der Bildausschnitt zu der entsprechenden Einheit bewegt. Bewegen Sie Tahira durch einen Klick mit der rechten Maustaste nach Osten den Weg entlang, durch das offene Steintor bis zu dem Seelenfels, einem großen Steinbrocken. Ja, und man merkt, ich habe gerade noch nicht viel zu sagen, weil das Tutorial gerade viel zu sagen hat. Also wir bewegen jetzt Tahira, unseren Avatar, unseren aktuellen Avatar, zu dem Seelenfelsen. Der Seelenfels bietet einem Avatar die Möglichkeit, seine Rune mit diesem Ort zu verbinden. Falls sie sterben, erscheinen sie an dem zuletzt verwendeten Seelenfels. Feinde können allerdings ihre Verbindung zu einem Seelenfels unterbrechen, wodurch sie einen aktivierten Seelenfels auch wieder verlieren können. Selektieren Sie den Seelenfels mit einem Klick. Am unteren Bildrand befindet sich die Aktionsleiste. Hier ist nun ein neues Symbol für Seelenfels aktivieren erschienen. Klicken Sie auf das Symbol. Jo, lassen wir ihn hell erleuchten. Der Seelenfels leuchtet auf und ist nun aktiv. Sie sind nun mit diesem Seelenfels verbunden. Unten rechts befindet sich die Übersichtskarte. Schwarze Bereiche sind noch unerforscht und werden automatisch aufgedeckt, wenn Sie mit Einheiten in der Nähe sind. Ihr Avatar hat dabei einen besonders großen Sichtradius. Die Punkte in der Übersichtskarte haben unterschiedliche Farben. Grün steht für Ihre eigenen, Rot für feindliche und Blau für neutrale oder verbündete Einheiten und Gebäude. Einige besondere Objekte wie Monumente sind gelb markiert. Auch wenn man Blau nicht sonderlich gut erkennen kann. Gehen Sie den Weg weiter nach Osten. Unseren grünen Avatar, den können wir dann sehr gut erkennen. Spellforce bietet die Möglichkeit, das Spielgeschehen auch aus verschiedenen Ansichten und sogar der Verfolgerperspektive, das heißt einer Perspektive direkt hinter Ihrem Avatar, zu erleben. Zur Veränderung der Perspektive drücken Sie die Tasten Bild hoch, um hinein zu zoomen, und Bild runter, um heraus zu zoomen. Oder Sie drehen einfach das Mausrad. Ja, Avatar-Ansicht. Wenn Sie das Mausrad nach unten bewegen oder Bild runter drücken, geht die Kamera in eine fast senkrechte Perspektive. Wenn Sie nun das Mausrad nach oben drehen oder Bild hoch drücken, sehen Sie die normalen isometrischen Ansichten aus unterschiedlichen Entfernungen. Wechseln Sie nun in die Verfolgerperspektive, indem Sie noch weiter heranzoomen. Dies ist nur möglich, wenn sich Ihr Avatar im Bildausschnitt befindet. In der Verfolgerperspektive steuern Sie direkt Ihren Avatar mit den Cursor-Tasten oder mit den Tasten ADSW. Wenn Sie die rechte Maustaste gedrückt halten, können Sie die Blickrichtung verändern. Ansonsten ist die Bedienung von Spellforce in dieser Perspektive identisch mit der isometrischen Ansicht.
folgen sie in der Verfolgerperspektive dem Weg nach Osten bis zum nächsten Steintor. Ja, manchmal ist die Perspektive ganz cool anzusehen, auch wenn die Grafik halt schon in ihre Jahre gekommen ist. Sie können im Spiel jederzeit in die Verfolgerperspektive wechseln. Die Bedienungserklärungen gehen aber davon aus, dass Sie die isometrische Ansicht verwenden. Wechseln Sie mit dem Mausrad wieder in die normale isometrische Ansicht. Hinter der nächsten Ecke lauert ein feindlicher Goblin. Er stellt keine große Gefahr dar. Wenn Sie den Mauszeiger über ihn halten, zeigt Ihnen ein Balken seinen Gesundheitszustand. Selektieren Sie Ihren Avatar und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Goblin. Ihr Avatar greift den Goblin an. Sobald er besiegt ist, geht es weiter. Oh, ein Level 1 Goblin sollte wirklich keine Probleme sein. Runenkrieger, zu mir! Die Leiche des Goblins leuchtet, wodurch gekennzeichnet wird, dass er einen Gegenstand dabei hat. Diesen Gegenstand können Sie an sich nehmen. Stellen Sie sich in die Nähe des toten Goblins und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leiche. Am linken Bildrand sehen Sie dann, welche Gegenstände der Goblin bei sich trug. Nehmen Sie den Schild durch einen Klick mit. Er wird automatisch in Ihr Inventar einsortiert. Ja, der Schild der Lemuren.